Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1 mit mir, Shadox, und ja. Also, hier sind wir und ja, meine Bolt-Anzahl, die seht ihr da oben rechts. Ja, wir haben motherfucking wie viele? 1,37 Millionen Bolts. Und jetzt denkt euch mal nicht, dass das jetzt einfach so eine Sache ist, die einfach mal so eben in 2 Stunden geht. Nix da, nix da. Selbst wenn ihr eure schöne Kreistaste zuklebt und einfach mal 12 Stunden wartet, ja, dann kommt ihr auf diese Zahl. Aber es dauert wirklich 12 Stunden, um hier diese Zahl zusammenzukratzen. Ich habe es also über Nacht einfach da laufen lassen, nur kurz vor der Arbeit, sage ich mal. Und ich habe übrigens verpennt heute ein bisschen so. Ja, kurz bevor ich zur Arbeit gegangen bin, habe ich dann, ja, einfach mal gesaved, ja, und die PlayStation 3 endlich ausgemacht. Die musste also die ganze Nacht ackern. Und, ja, gut, was wir jetzt machen, wir gehen zum Raceway Plaza. Macht das Sinn eigentlich? Ja, ne, eigentlich schon. Ich glaube, selbst vom Raceway Plaza kommen wir halt am schnellsten hin. Zu diesem einen komischen Typen, der uns die Rieder anbietet. Wir schauen einfach mal, also. Hier ist Raceway Plaza. Übrigens gibt es das Gerücht, dass dieser Trick nur einmal funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal hingehen würde, würden die Chats eventuell gar nicht spawnen. Ich weiß zwar nicht warum. Und weiß auch nicht irgendwie, wie sehr, inwiefern diese Information falsch ist. Ne? Deswegen, ich sag's nur, ne? Falls irgendwie was ist, macht ihr euch einfach einen zweiten Save Point einfach über das Menü, so wie ich das jetzt ab und zu mache. Hier habe ich es nämlich gemacht. Ich habe hier extra einen neuen Save Punkt dafür erstellt und ja, so könnt ihr halt ein bisschen rumprobieren. Übrigens, wir müssten eigentlich kann das sein, dass wir eine Trophäe erhalten haben für das Spiel? Würde mich mal kurz interessieren. Trophäensammlung. So, ich habe diesen Account ja sowieso erst ganz frisch erstellt, also da müsste eigentlich gar nichts drauf sein. Ich bin aber gespannt, ob ich dafür eine Trophäe gekriegt habe, 1 Million Bolts zu sammeln. Ich glaube, das ist nämlich eine. Als Spiel wird uns ja sowieso nur Dings angezeigt. Normalerweise Ratchet & Clank 1. Was gibt's hier eigentlich großartig zu synchronisieren? Ich habe kaum Trophäen. Bist du doof? Ratchet & Clank 2. Aha, ja gut. Das habe ich nur gestartet. Ich habe nämlich erst überlegt, ob ich das Dings... Oh, Chain of Memories. Geil. So, schauen wir mal. Gerätemeister, erhalte alle Ratchet & Clank Trophäen. Das ist ja alles locked. So, sammle alle 40 Bowls, das geht ja noch. Meisterhaft, meister alle 30 Stilpunkte. Könnte man auch machen. Ratchet, König, Midas. Ja. Nee, erhalte alle 10 Goldwaffen. Na, schauen wir mal, ne? Nimm das Track. Ist alles noch gelockt. So, hier Bowl-Sammler. Sammle 1 Million Bowls. Na, das ist doch mal ein Ding. Also, wenn sich das nicht sehen lässt, dann weiß ich auch nicht. Aber, damn it, Leute. Einfach nur damn it. Wieso steht da eigentlich 100k drauf als Bild? 100k sind nur 100.000. Und nicht 1 Million. Naja, egal. Krasse Trophäe auf jeden Fall. Das dauert einfach nämlich so lange zu sammeln. Ich meine, ich habe es ja schon die ganze Nacht angelassen. Und es ist ja eigentlich schon eine sehr schnelle Methode, um an Geld ranzukommen. Also, wenn man das selber halt legit farmt. Unter anderem dauert das einfach genauso lange. Also, ist einfach wirklich so. So. Nun schauen wir doch mal eben. Ich glaube, Downtown war hier genau um eine Ecke. Ja, wir können auch ganz halt im Kreis laufen. Das ist gar kein Problem. Aber wir haben ja noch Besseres zu tun. So. Hier. Alter. What the fuck? Hier gehen wir einmal runter. Und hier müsste doch... Achso, ja, noch nicht ganz, aber hier gleich müsste es da sein. Gleich müssen wir da sein, in Downtown. Ach, warte mal. Ach, komm. Achso, ich wollte gerade sagen. War gut, ey. Ich habe jetzt gerade gedacht, so, oh nein, man muss ja in die Grube runterspringen. Kann natürlich gut sein, dass wir, ja, es halt eben, ja, dass wir halt eben nicht hochkommen, aber... Nee, das Spiel hat wohl dran gedacht, da einfach nochmal so eine Leiter hinzubasteln. So, ich glaube, ich hätte von meinem Schiff lieber auslaufen sollen. Da wäre ich genauso schnell da gewesen. Auf jeden Fall werden wir das. So. Das Ding tötet mich gleich. Das wäre natürlich ein bisschen schade. So, aber bevor er das tut, bevor die es tun, holen wir uns aber die Rieder. Achso, muss ich. Da, Rieder. Mann, das Ding ist
schwer. Ja, versuch mal, es 2 Monate in deinem Trenchcoat rumzuschleppen. Danke, Sir. Wir empfehlen Ihre hervorragenden Dienste weiter. Hör zu, du kleiner Blödmann. Wenn ihr irgendjemanden von mir oder von dem Geschäft erzählt... Hey, soll ich ihn an dir mal ausprobieren? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Geil. Einfach nur geil, wie er darauf reagiert hat. So, das ist die Rida. Die Rida ist ultimativ geil und ja, lustigerweise haben wir auch gerade die Trophäe dafür bekommen. Das ultimative, was? Ultimative Tier, glaube ich, stand da, ne? Alter, das Ding ist einfach so pornös. So, wir können uns übrigens auch hier die anderen Sachen noch holen. Diese Abwehrmunition, Drohnen, bla bla bla. Fehlt uns jetzt noch irgendwas? Ne, ne? Die Geräte sammeln. Ah, jetzt haben wir es. Ach, ach, schön, die ganzen Trophäen können wir sammeln. Das ist schön. So. Also, ich finde. Ja, wir testen das. Wir testen die ganzen anderen Waffen, die wir gerade bekommen haben, im anderen Level nochmal aus. So. Aber dass wir die Rieder haben, ist ja schon mal ja ein großer Fortschritt. Wie teuer ist eine Munition davon? Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Geht eigentlich, ne? Die Rieder-Munition ist jetzt nicht unbedingt teuer. Nur lustig, die Waffe ist illegal, aber kaufen kann man die Munition dafür bei Gadgetron. Schon lustig. So. Zurück zu Stadtdocks. Ja, mir wäre es am liebsten zurück zum Anfang, aber das werden wir hier wohl nicht sehen, oder? Oder? Achso, nee. Schade. Schön wäre es gewesen. Ja, dann machen wir einfach nochmal ganz kurz einen Spaziergang. So, dauert ja gar nicht so lange. Der Weg geht ja relativ schnell. So, wir sollten die Rieder eventuell bei uns irgendwo in die Schnellauswahl reinballern. Weil, ja, ist einfach nur geil. So, ja, so. Hydrobeamer werden wir, glaube ich, nicht mehr benötigen. Deswegen packe ich da die Rieder rein. So. Ich finde es geil, dass die Rieder einfach mal Ziel suchen und einfach mal die ganzen Gegner einfach erledigt. Ja, und wenn man diese Waffe dann einmal hat, ja, dann ist das Sammeln von Bowls auch schon 1000 Mal angenehmer. Ja, aber erstmal haben, ne? So. Wir sind schon fast da und danach gehen wir zum allerletzten Planeten. Und zwar Veldin, wo Drek schon auf uns wartet. So, da gibt es allerdings noch 3 Goldbowls zu holen und das machen wir dann auch. So. Schiff betreten. Und dann geht es nach Veldin. Regis Planeten retten. Haben wir aber mal. Na, meint ihr, es wird uns locker easy gelingen, noch die anderen 3 Goldbowls zu finden? Ich habe da ja so ein bisschen meine Bedenken. Aber, wenn gar nichts mehr hilft, ja, dann wisst ihr Bescheid. Dann nutze ich einfach mal die Situation und benutze das Internet. Aber ich glaube schon, dass wir das locker hinkriegen. Oh, das Spiel, das ruckelt sogar wirklich so ein bisschen. Auch wenn wir die Rieder halt mal ein bisschen benutzen. Naja, ist aber auch halt ein paar Effekte mehr. Also grafisch gesehen, sag ich mal, müsste die PS3 das locker hinkriegen. Aber wer weiß, wie das mit dieser Portierung denn überhaupt funktioniert hat. Alter, aber die Waffe, die ist ja mal einfach mega, oder? Also wir rennen einfach rum und machen da. Selbst wenn wir nach vorne schießen, ja. Selbst wenn wir nach vorne schießen. Guck mal, egal wo was ist. Wir schießen einfach überall rum hier. Ach, shitte. Ich wollte ja noch Nanotech holen, fällt mir gerade auf. Oh, shit. Ah, Leute, warte. Bevor wir hier weitermachen auf diesem Planeten. Bringst du mich zum Anfang bitte eben? Ich wollte noch nach Orkson eben. Dankeschön. So. Euch mache ich wieder Platz. So. Bowl sammle ich irgendwann mal anders ein. Danke. Wir wollen noch nach Orkson. Stimmt, sorry. Das hatte ich jetzt total vergessen. Orkson. So, da gibt es ja natürlich die extra Nanotech. Die sollten wir uns natürlich mal holen. So. Kriegen wir auch nochmal eine Trophäe für? Ja, okay, die Trophäe, die ist jetzt im Prinzip jetzt... Ja, die lassen wir aus. Die mit den Stilpunkten, aber ja gut. Ist jetzt für mich kein Problem. Ich hoffe für euch auch nicht. So, ansonsten habe ich gehört so, oder gelesen, glaube ich sogar, dass, wenn man keine Ahnung hat, wie die Stilpunkte funktionieren, also man kann die ja so oder so im Internet nachschauen, aber wenn man keine Ahnung hat, dann kann man die anscheinend irgendwo auch in den Goodies sehen. Helpdesk, nein. Hilfe, hier in Hilfe und
Ja, und irgendwo müsste man das dann hier dann sehen. Ich glaube, hier ist das dann aufgelistet. Glaube ich, denke ich, weiß ich nicht genau. So, irgendwo müsste hier so ein Taxi sein. Ein Taxi extra für mich. Was uns, glaube ich, zu diesen Nanotech-Dingern dahin bringt. Ich glaube nämlich nicht, dass ich diesen ganzen Weg nochmal neu laufen muss, oder? Hä, normalerweise war doch ein Taxi da. Jetzt sag mir nicht, das Taxi ist schon wieder weg. Das Taxi verpisst sich jedes Mal, wenn wir Planeten verlassen. Kann das sein? So, und wenn ich jetzt gleich dahin laufe, habe ich ja immer noch die Befürchtung, dass ich nicht richtig laufe. Was ist, wenn ich wieder in die falsche Richtung laufe? Das kann natürlich alles passieren. So, dagegen bin ich jetzt leider nicht gewappnet. So, aber wir probieren es einfach mal aus. Ich könnte mir vorstellen, wo wir lang müssen. Ich meine, so viele Wege gibt es ja auch nicht. Ah, du Arsch. Ich meine, das war eigentlich der Weg hier. So, und dann müssen wir gleich eigentlich links abbiegen. Ich glaube, dann kommen wir da nochmal hin. Aber sicher bin ich mir, wie gesagt, nicht. Und auch bin ich mir nicht sicher, ob das Taxi nicht irgendwo anders gerade ist. So, aber das ist natürlich sehr praktisch gerade. Die Waffe ist quasi so ein Shut the fuck up. Aha. Das war jetzt nicht hier, oder? Hä? Bonus Nanotech für Lüge kaufen. Was gibt's denn hier eigentlich? Einfach nur ein paar Chests? Einfach nur, um ein bisschen Bolts zu sammeln, oder? Ja, scheinbar. Okay. So, lass uns einfach mal da ganz schnell hin, meine Lieben. Wir schaffen das schon. So, der andere Weg, der kann es, glaube ich, nicht gewesen sein. Obwohl ich jetzt irgendwie auch nicht so davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist. Naja, wird schon richtig sein. Hoffe ich mal. Aber diese Zielsuchfunktion von der Rida ist aber auf jeden Fall abnormal gut. Also ich kann mich damit anfreunden. Das ist einfach nur stumpfes Kreisdrücken und alles kaputt machen, aber für so eine Waffe, für diese Anzahl an Bolts, lohnt sich das schon. Und wenn man das einmal sogar legit sich verdient hat, ne, die ganzen Bolts, dann ist man umso glücklicher. So. Eins draufgesetzt. Geil. Du hast die Bonus-Nanotech. Dieser Automat hat auch Super Nanotech, die neueste Gadgetron-Technologie. Super Nanotech steigert deine maximale Gesundheit um 100%. Okay, aber hier gibt es nochmal Super Nanotech. So, jetzt haben wir ganze 8 und das ist, ja, schon sehr, sehr gut anschaubar. Also das ist einfach mega nice. Oh Gott, nein. Ich hätte einfach hier diesen Lift hochgehen können und ich gehe den Weg. Oh Gott, oh Backe. Oh Backe, dieser Shardox mal wieder, der ist schon wieder richtig dumm. Naja, was soll's, man kann sich ja nicht alles merken. Alter, ich weiß ja nicht, ich habe ja eure Kommentare bis jetzt noch nicht gelesen, ne? Weil es ist ja auch noch nicht alles hier hochgeladen, lustigerweise und logischerweise. Aber ich glaube, ich muss mich auf ein paar Kommentare von euch gefasst machen, glaube ich schon, hier während des Let's Plays. Ich glaube, das wird schon haarig. Oder in dem Sinne, wenn ihr diesen Part seht, dann ist es wahrscheinlich schon echt haarig gewesen und ihr werdet euch einfach nur denken, so, wow, was ist nur los mit dir? Ja, gut, wir wollten auf Planeten Feldin endlich Party machen und ja, unsere Heimat retten und das machen wir jetzt auch gleich sofort. Wir holen uns aber nur noch ein paar, mein Gott, reden, schwere Sache. Wir holen uns jetzt nur einfach nur die andere Waffe hier rein. Die wollte ich euch ja unbedingt auch mal zeigen. So, die Abwehrdrohne, naja, scheiße, die muss ich ja nicht unbedingt zeigen. Das hört sich jetzt schon langweilig an, ist es ja auch. So, aber diese Waffe hier, die ist eigentlich auch sau nice, wie man sehen kann. So, die ist auch zielsuchend und, also scheinbar zielsuchend. Also ich meine, wir greifen Gegner automatisch da oben an, das ist schon nice.
Aber ganz so stark scheint die nicht zu sein. Aber es ist auf jeden Fall schon eine Vorreiterversion der Reader. Also von der Stärke her, sag ich mal, Effektivität, um Monster auszulöschen, ist das schon sehr hoch. So, aber wir haben die Reader. Also, ja, geben wir uns mit den kleinen Kamms nicht mehr zufrieden. So. Gebt mir einfach all eure Bowls, all eure Bowls, all eure Bowls. Und ich finde, das ist... Und da irgendwie nur eine Munitionsladung irgendwie 20 Bowls kostet, finde ich, da rentiert sich das schon sehr. Also ich finde, wir farmen schon mehr Bowls, sag ich mal, als wir überhaupt mit der Waffe ausgeben. Und ja, warte mal. Was ist hier? Da muss ich das. Jetzt muss ich hier wieder einen Dietrich benutzen. Das ist ja mal interessant. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier nochmal einen Dietrich benutzen werden muss. Oh. Aber es ist das letzte. Es ist der letzte Planet, deswegen kann das gut sein, dass wir auch jetzt, ja, dass wir nochmal in die Situation reinkommen. Was ist denn das eigentlich für ein scheiß Teil? Das, egal wo es steht, ist. Ah, warte mal. So deckt es gar nichts ab. Das heißt, es muss so eigentlich theoretisch richtig stehen. Meint man, aber muss nicht sein. Okay. Eigentlich wäre das das Beste. So. Hat auch gut funktioniert. Hier wird, glaube ich, alles nochmal benutzt. Die Stiefel, den Hydrobeamer, alles. Glaube ich zumindest, denke ich zumindest. Ich kann mich kaum daran erinnern, wie hier dieser Planet war, aber ich denke mal, so wird es sein. So, ich habe Angst, wenn ich nochmal meine Trophäen-Dinge da reingehe. Dauert das dann wieder so 100 Jahre, bis er das synchronisiert? Nee, ich glaube jetzt nicht mehr, oder? Jetzt geht das ein bisschen schneller, weil jetzt frage ich mich eigentlich, wie viele fehlen mir denn dann tatsächlich? Oh, wow, wir sind jetzt Stufe 2, geil. So, locked sind eigentlich noch relativ viele. 15 Zielpunkte, ach so, dafür gibt es vereinzelt auch nochmal Zielpunkte. Ja, dann kann ich das vergessen. Oh, hier gibt es einiges aber auf jeden Fall. Einiges zu holen. So. Und, wie ich mir schon gedacht habe, hier ist wieder, also eine Station hier mit dem, wo wir den Hydrobeamer benutzen müssen. So, damit wir nochmal alles hier aus, also, ja, abgedeckt haben. Klasse, also wir kaufen hier nochmal ein bisschen ein und dann schauen wir mal, wie das hier läuft. Ich bin sehr gespannt. Geräte, Hydrobeamer. So, einmal schön entleert. Und rein geht's. So. Mit dem Düsenpack kannst du diesen Schaltern einen Powerschlag verpassen, indem du springst und dann die R1-Taste drückst. Finde ich ja interessant, weil eigentlich haben wir das schon ein paar Mal öfter gemacht. Aber der Tooltip kam jetzt eigentlich nur so zum zweiten Mal, wenn ich mich nicht täusche, oder? So. Hier bitte Wasser reinfüllen, Ratchet. So, klasse. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen tauchen. Komm ich jetzt hier hoch oder eher nicht so? Huch. Irgendwie bin ich verwirrt. Ich sollte tatsächlich das nicht reinfüllen. Es ist... Nein. Nein, das Spiel ist mir einmal zuvor gekommen. Oder beziehungsweise das Spiel macht einmal die goldene Ausnahme und sagt so, nee, man muss sich nochmal reinfüllen, um hochzukommen. Das Spiel sagt, ja, dann geh doch einfach weiter direkt. Du brauchst nicht nochmal hochgehen, wozu denn auch? Das ist sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Wow. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht gleichzeitig, aber auch so. Die Reader... Ich dachte, die Reader. Die Reader. Party hard. Party hard. Sehr schön, sehr schön. Ihr werdet alle platt gemacht. So. Guck mal, die Teile sind so weit entfernt eigentlich. Aber die Reader, die... Ja, aber der läuft eigentlich.
So, warte mal. Hier war der erste Dings, der erste Goldbolt. Ich glaube, hier brauchen wir diesen Verspotter wieder. So, klasse. Vielen Dank, man. Jetzt mache ich dich platt. So, und hier befindet sich ein Goldbolt. Bleiben also nur noch zwei übrig. Klasse. So. Dann weiter geht's. Oha, warte mal. Das sieht hier mit den Texturen so komisch aus, einfach. So. Wir haben hier viele Feinde, ja. Und eventuell würden uns diese Schiffe da oben richtig ziemlich Probleme machen oder uns auf die Nerven gehen. Aber mit der Rida spazieren wir hier Gott sei Dank einfach ganz normal durch und haben hier wenig Probleme. So, wir sollten immer schön im Rückblick haben, sag ich mal, ob wir nicht irgendwas verpassen. Denn ein Goldbolt, ein zweiter Goldbolt, dürfte gar nicht so fern sein. So, aber hier im Moment glaube ich noch nicht. Aber wird wohl schon bald wieder soweit sein. Aua, es trifft mich. Aber jetzt nicht mehr, oder? Jetzt bin ich doch außer Range. Wow, klasse, ey. Ich dachte, ich gehe jetzt krepieren. So, Moment. Da, hier war das. Wenn man sich hier umdreht, kommt man hier auf diese wunderschöne Plattform und finden dann den zweiten Goldbolt. Und den zweiten hätten wir. So. Wo gehen wir denn jetzt lang am besten? Wahrscheinlich hier vorne hin, ne? So, hier kriegen wir wieder ein bisschen Nanotech wieder und yeah, Reddit hat seinen Spaß scheinbar. So, bloß nicht abstürzen. Das wäre doof. Und so. Das war gewagt eigentlich. Wow. Jetzt dachte ich wirklich, ich fliege runter. Seriously. So, übrigens, ne? Ich will es ja euch nochmal demonstrieren, ne? Dass das echt OP ist, ne? Diese komische Durchglitch-Kacke. Ich kann euch aber auch jetzt nicht garantieren, ob ich nicht einfach sterben gehe. Aber ich will euch nur mal eben demonstrieren, dass das L possible ist. Achso, jetzt habe ich meine Abwehrdrohne. Das ist ja auch eigentlich mal praktisch irgendwie auszuprobieren. Aber ich wollte euch zeigen, dass das L possible ist, sich in Ratchet & Clank durch einige Sachen durchzuglitschen. So. Darunter halt aber auch solche Wege eben. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich sterbe. Okay, da hat das Spiel mir einen reingewürgt. Und zwar richtig hart. So, dass ich das jetzt nicht nochmal ausprobieren werde. Wir haben uns gerade so klasse gut verbuggt eben, dass das Spiel gesagt hat, nope, du hast dich festgebuggt, beziehungsweise du bist ganze Zeit am Fliegen, das heißt, du bist tot. Weiß nicht. Ich glaube, das ist so, ja, so ein Anti-Sack-System eher von dem Spiel. Oder dass man an Orten nicht hingehen soll. Nee, gar nicht. Eigentlich denke ich mal, das ist so ein Anti-Sack-System. Nichts weiter. Schade. Ich dachte nicht, dass wir den Checkpoint so weit hinten haben. Aber gut, dann demonstrieren wir es nicht. Aber ich meine, so rein in der Theorie, wir kommen dadurch, wir ziemlich durch alles durch. Es sei denn, wir klemmen Ratchet so krass ein, dass er nirgendwo mehr hin kann. Aber ist doch klar, ne? Vorführeffekt, ne? Wenn ich mal dann irgendwie dann nochmal was zeigen möchte, dann geht es natürlich einfach nach hinten los. Ich meine, warum denn auch nicht? Bin ja auch nur ich. So, und selbst wenn uns jetzt einfach die Muni gleich ausgeht oder wir keine Gadgetron-Scheiß-Dinger-Händler haben,